Moin, moin, Freunde der leichten Unterhaltung. Und wir bewegen uns weiter in Dark Souls und befinden uns immer noch im DLC. Und ja, versuchen uns hier noch ein bisschen zu orientieren. Haben eine neue Abkürzung entdeckt, die hier drin ist, was sehr, sehr geil ist. Aber wir gehen jetzt auch hier in die Leiche. Eine Seele, die nehmen wir noch mit. So, jetzt müssen wir kurz gucken. Ich wollte eigentlich noch mal zu einer Feuerstelle. Gucken wir mal, ob wir die hier finden. Wo die ist? Weiß das gar nicht. Und hier auch irgendwas ist nicht. Bin nichts auf dem Grab. Weiß gar nicht, ob ich hier noch irgendwo eine hatte. Genau da. Die nehmen wir noch mal mit. Bam, bam, bam. Hier rasten wir mal kurz. So, wir kehren mal kurz um. Wir haben ja genug. Huch. Wir haben ja genug Menschen gefarmt in der letzten Folge, wenn ihr dabei wart. Noch erinnern könnt. Da waren ja diese Geister und da konnten wir eigentlich richtig viele Seelen Menschen, hier Menschlichkeit farmen. Wie top ist. Das machen wir gleich nochmal hier. Die nochmal kurz mit. Und erhöhen ein bisschen hier die Estus-Flakons. Mal, wie oft man das hier kann. Den. Und wir machen mal 15. Das müsste reichen. Mann, Mann, Mann. So. Die haben wir auch. Raus hier. Und dann geht's hier wieder zurück. Kampf. Achso, ja, okay, das wollen wir nicht. Wir spielen ja nicht online. Also kann es egal sein. Laufen wir mal hier hin. Jip, jip. Und gehen diesen kleinen Weg darunter, den wir gerade entdeckt haben. Mal schauen, mal schauen. Wo uns dieser hinführt. Hinten war das, ne? Ja, genau. Dann gut, gehen wir mal da runter. Sonst haben wir es nicht so weit, wenn wir sterben. Das ist doch schon mal gut. Schild voraus. Zwei Wege, die hier durchgehen. In die Leiche unterlegen und da sind irgendwelche Viecher. Was für Viecher sind, die müssen wir mal antesten. Oh. Blöd, ne? Na gut. Was? Große Seele und hier ist ein Geheimgang. Nein, ist da nicht. Okay. Nee, ist hier nicht. Da kommt noch so ein Hund. Gut, dann gehen wir hier weiter. Hier scheint es irgendwie eine Biberstelle zu geben. Nein, ich weiß es nicht. Was ist denn das hier? Und ein paar Hunde? Wenn man schon abwartet, kann man die relativ schnell killen, denke ich gerade. Gut. Da oben geht's längs. Hier. Geheimgang. Nein. Wo es hier hinführt, weiß ich gar nicht. Sind wir ja gleich. Mehr Hunde? Wahrscheinlich. Oh, ach, Scheiße.
Alter Schwede! Und dann noch zurück. Wenn wir jetzt sterben, dann sterben wir richtig. Hinten fliegt er. Ich kann nicht mehr sehen. Da liegt mir so ein Blumen. Aber das ist ein Leiter. Okay. Wie geht's denn da hin? Ach, guck mal, da ist ein. Komm mal. Oh, ja, zu spät. Hätte ich ihn mal. Ach, Mann. Ärgerlich. Dann muss man natürlich schnell sein, wahrscheinlich. Gut. Vielleicht taucht er beim nächsten Mal wieder auf. Dann gehen wir mal hier runter. So. Bin wahrscheinlich gleich vom Drachen gekillt. Hier ist gar kein Drache. Ein Wasserfall. Ah, das ist ein Leichen, kann man einsammeln. Super. Ah, da ist ein Drache. Ah, Hilfe! Oh! Ich krieg ihn nicht, kann ich nicht besiegen. Ich hätte mir mein ganzes Leben weggenommen. Und du? Wie? Wie soll man den denn besiegen? Da hinten leuchtet noch was. Was steht denn hier eigentlich? Ja, ein Drache hoch in den Himmel. Okay, oh, da kommt der Drache wieder. Hilfe! Boah, alter Schwede. Der haut einen ganz schön weg. Noch was? Aber wie soll man den denn besiegen? Da kommt man ja nicht mal ran an den. Ein Drache hoch in den Himmel. Okay. Das macht jetzt nicht viel Sinn, da gegen ihn zu kämpfen, würde ich sagen. Ich bin ja da schon tot. So super. So richtig Spaß gemacht. Alter Schwede. Was macht man denn da? Keine Ahnung. Soll man überhaupt gegen ihn kämpfen? Ist eine andere Frage, ne? Aber ich glaube, einen kleinen Weg dahin. Ich muss irgendwie meine Sachen wiederholen. Machen wir jetzt. Verrückt. Das war immer eine verrückte Scheiße. Was wir da machen sollen, weiß ich immer noch nicht. Was ist denn da? Also gegen dieses, ich bin ja nicht mehr mit dem Schutzschild, kann ich mich wehren dagegen. Hm, müssen wir mal gucken. Okay. Wir sollen wir unsere Sachen wiederholen. Ich glaube, die kriegen wir hin, bevor der Drache kommt. Weiß es aber nicht. Testen es mal. Verrückt. Das nervt mich ja so ein bisschen. Sowas mag ich ja nicht. So. Das holen wir uns wieder. Das lassen wir uns nicht bieten. Uns einfach die Sachen wegklaut da. Wer hat nochmal hier links geflogen? Nee. Natürlich. Wahrscheinlich kann ich die holen und bin dann trotzdem gleich tot. Ich renne mal wieder zurück. Aber hier hinten trifft er mich nicht. Was er trotzdem bescheuert ist. Ich kann ja gar nicht in die Richtung kommen von ihm. Nicht mal ansatzweise. Und hier hinten, gibt's hier irgendwas?
clever, hier hinten hinzulaufen. Sonst kommt er jetzt gerade nicht. Und hier geht's rein. Geheimgang. Nee. Wie weit kann man denn hier gehen? Diese Truhe. Eine graue Scholle, okay. Okay. Kriegen wir was? Aber wie kommt man denn da hin? Ist es möglich, hier hinzukommen? Ah, er kommt schon wieder. Kann man gleich hier hinten stehen? Alter Schwede, der haut mir ja so viel Leben weg. Versuch mal hier in die Ecke zu laufen. Ich weiß nicht, wie man es machen soll. Kommt er gerade nicht? Oh, jetzt kommt er. Okay, wir können auch nicht viel machen, glaube ich. Wir müssen hier wieder zurücklaufen. Scheiße, scheiße, scheiße. Schaff doch. Ich weiß nicht, was man da machen soll, muss ich zugeben. Keine Ahnung. Aber da hinten ging es auf jeden Fall nicht weiter. Wenn nur Adlerauge hier wäre. Was das heißt. Gucken wir mal. Keine Ahnung. Hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Tja, weiß ich nicht, was wir hier machen können. Gehen wir erstmal zurück. War schon ganz schön riskant für so ein paar Pfeile. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was hier passiert werden, was hier gemacht werden soll. Hier müssen wir jetzt mal gucken, dass wir irgendwie einen anderen Weg finden, den wir noch nicht erforscht haben. Also hier ist der eine Fahrstuhl. War denn hier noch? Ich kann mich noch erinnern. War auch ein Fahrstuhl, okay. Stimmt, das ging in die andere Richtung, ne? Ah. Weiß tatsächlich nicht, was ich machen soll gerade.
Weg gab es hier auch nicht. So, gehen wir mal in diese Richtung. Crazy, crazy. Wo ging es denn hier nochmal hin? Ach ja, da ging es hoch zu der Tür, die verschlossen war. Habe ich irgendwas gefunden, womit ich die aufmachen kann? Ich weiß es gar nicht. Können wir mal testen. Ich glaube fast nicht. Aber wer weiß. Ne, ist fest verschlossen. Okay. Gut. Oder auch nicht gut. Ein bisschen befragt gerade. Den einen oder anderen Tipp bekommen. Den könnte man ja nochmal probieren. Das machen wir jetzt auch einfach. Ja. So. Müssen die leider jetzt alle schnell killen hier. Kein Bock hat zu lange drauf zu warten. Okay. Okay. Blödes Viech. Okay. So. Was? Wir rufen den Fahrstuhl. Und wo ging es denn da jetzt hin? Weiß ich auch nicht mehr. War sie nie platt? Na super. So. Irgendwo war doch hier das mit dem Licht das Rätsel. Da gehen wir jetzt mal hin. Was? Hinüber. Ist hier hinten irgendwo? Ich glaube schon, ne? Ich meine, das war hier irgendwo. Ich weiß es nicht mehr. Mann, Mann, Mann. Halten wir uns mal kurz. Ja, hier gibt das nicht. Wann das? Und da war das beides. Doch, warte mal, warte mal, warte mal, ich weiß jetzt wieder. Ich weiß es nicht wieder, aber ich meine, werden wir erstmal ziellos umher. Widerliche Lache. So, mal hier hoch wieder. Mal zurück. Können wir doch den Fahrstuhl nicht nutzen. Da kommen wir glaube ich direkt zu der Gegend hin, die ich meine. Hoffe ich zumindest. Gucken wir nochmal.
Hier war das auch nicht. Da können wir mal reingehen. Da waren wir anscheinend noch nicht. Tot. Machen wir schnell was. Ah, hier war das genau. Ah, stimmt, wir waren zwei. Ah. Und hier raus. Nein. Finden. Lass mal heilen. Nein, nur einmal heilen, bitte. Kann man eigentlich abbrechen, den Heilspruch? Kann man nicht, ne? Ach, da hängt ja eine Leiche. Okay. Das andere Zauberer. Oh, schnell runter! Ja. Okay. Was ist mal hin? Was ist passiert? Ist da ein Nebel? Okay, er schießt von oben die ganze Zeit. Den kriegen wir wahrscheinlich auch nicht so gekillt, also einfach. Aber. Danke. Wir müssen den Typen da hinten als erstes killen, das ist am wichtigsten. Aber er ist auch runtergekommen, okay. Dann holen wir den jetzt auch nochmal. So. Jetzt lacht er doch die ganze Zeit einer. Jetzt muss der da oben sein. Aber wie? Okay, der lacht da oben einer. Aber wie komme ich zu dem anderen nochmal hin? Weiß nicht. Ich glaube, ich muss hier einfach nochmal hoch. Mein Sprung, den ich gemacht habe beim letzten Mal, den müssen wir vielleicht nochmal wiederholen. Weg irgendwie? Keinen Weg gesehen, das ist das Problem. Guck mal, er da unten. Was war er denn da? Wie komme ich denn zu dem hin? Aha, okay. Hier, du verrückter Typ. So komme ich zu hier hin. Ah, nein! Oh shit. So ein Scheiß. Ach, ich hab nicht auf die Kette geachtet, ne? Mann. Fieses Ding. Wappenschlüssel. Okay, vielleicht ist das ein Schlüssel, den wir benutzen können oben. Mann. Den wir benutzen können oben bei diesem Eisentor. Vielleicht. Weiß es nicht.
Könnte aber gut sein. Okay. Kommen wir denn hier hin? Bin ich hier oben auf dem Torbogen, wo der andere Typ gerade eben war? Ah, okay, hier ist nichts. Und das hier ist eine Leiter. Gehen wir mal runter. Okay. Hier ist aber auch nichts Besonderes. Runterhüpfen, ne? Ah, okay, einfach runterhüpfen ist nicht so gesagt. Da verliert ein bisschen Leben. Ach man, ich mach es immer wieder, ne? So, aber. Gute ist ja, wir können jetzt hier direkt zurücklaufen. Wir müssen die ganz gar nicht alle killen. Und fahren mit dem Fahrstuhl wieder hoch. Und vielleicht ist dieser Schlüssel ja wirklich für das Ding da oben. Das werden wir gleich mal austesten. Gut. Gut, gut. Das wäre natürlich ganz cool. Wenn wir jetzt mal rausfinden. So, wir werden uns trotzdem mal kurz heilen hier. So, dann müssen wir uns mal gucken. Ich schaue mir das mal kurz an, diesen Schlüssel. Die Kehrtnis haben sie unverwunschen und die Tür mit einem mächtigen Zauber versiegelt. Aber wir testen es mal oben. Vielleicht ist es der richtige, ich weiß es nicht. Aber wäre natürlich sehr cool. Testen wir mal. Würde mich auf jeden Fall freuen. Dann wüsste ich immer eher in eine bestimmte Richtung, wie ich weiterkomme. Bitte lass es den Schlüssel sein. Yes! Okay. Und hoch geht's. Hallo. Sieht ganz friedlich aus. Das ist ein Bogen da. Alter Schwede. Geh mal hin. A visitor have we. Thou must be the one who freed Artorias. An old friend he was. Thanks to thee, he left this world with honor intact. And here I am, retired and blind. A little help to thee, I'm afraid. Okay, reden wir jetzt mal weiter. Was verkauft er denn so? Jauche, Küchlein, Press, Wegesmarkierung, dient zur Höhenmessung. Hallo Maske, in den Baum geschnitzte Gravur, hallo. Danke Maske. Eine Schere. Fuchs, großer Pfeil. Ja. Gut. Und der Typ. Einkehrknochen. Häusliche Fäkalien. Reden wir die mal. Dragons shall never be forgotten. We knights fought valiantly. But for every one of them, we lost 60 of our own. Exhilaration, pride, hatred, rage. The dragons teased out our dearest emotions. Thou will understand one day. At thy twilight, old thoughts return in great waves of nostalgia. Okay. There's very little to be said. What good is a dog? With no hares to hunt, but I'm lucky to be alive, I suppose. Hoffen wir irgendwas bei ihm hier? Warten wir mal die beiden. Okay. Farewell, human. Lead thy life as thou seest fit. Hm.
Nun gut, haben wir Auge aufgemacht, aber können nicht so viel mit ihm anfangen. Ja. Was genau wir jetzt machen sollen, weiß ich allerdings nicht. Vielleicht hilft mir da ja ein netter Zuschauer auf die Sprünge. Und ja, ich verabschiede mich hier und danke fürs Zuschauen. Bis dahin, tschüss.